das iMOOCs-Logo, ein Smiley mit Brille. Farbige Würfel und der Schriftzug MECOMOOC. Einblendung der Frage Medien im Unterricht. Nach und nach werden Symbole zu Unterricht und Medien eingeblendet. Für den Einsatz von Medien im Unterricht ist es zu empfehlen, vom Unterricht und seinen Elementen auszugehen und nicht von verfügbaren Medien. Es gibt unterschiedliche Modelle, wie man Unterricht sinnvoll strukturieren kann. Im Folgenden soll eine mögliche Variante aufgezeigt und mit hilfreichen Medien ausgestattet werden. Einblendung einer Tabelle mit der Überschrift Let's Plan. Ziehen Sie die Begriffe in die richtige Zeile und mit folgenden Zeilenbezeichnungen: Lernvoraussetzungen, Problembegegnung, Problemlösung, Problemdarstellung und Transfer-Lernzielkontrolle. Rechts neben der Tabelle sind verschiedene Begriffe und Symbole aufgelistet. Zu Beginn ist es wichtig, Lernvoraussetzungen sicherzustellen bzw. vorhandene Kenntnisse zu wiederholen, damit sie anschließend für die weitere Bearbeitung des Unterrichtsthemas verfügbar und klar sind. Die Begriffe Video, Online-Quiz und Suchmaschine werden dem Bereich Lernvoraussetzungen in der Tabelle zugeordnet. Um die entsprechenden Begriffe und Zusammenhänge aufzufrischen, kann ein Video als Wiederholung vorgeführt werden. Ein Online-Quiz zu bereits gelernten Inhalten hilft Lernenden ebenso bei der Wiederholung. Eine weitere Möglichkeit wäre der Auftrag, mittels Suchmaschine bereits gelernte Begriffe nochmals zu recherchieren oder unterschiedliche Quellen zu reflektieren. Als nächstes kann eine erste Begegnung mit dem Unterrichtsinhalt stattfinden. Es ergibt sich mitunter eine günstige Dramaturgie der Unterrichtsstunde, wenn die Lernenden eine bestimmte Problemstellung erfahren, aus der sich die weitere Unterrichtsarbeit rechtfertigen lässt. Ein Clip mit Landschaftsaufnahmen, eine mit CO2 beschriftete Wolke sowie ein Foto eines Unfallwagens werden der Problembegegnung zugeordnet. So könnte ein bestimmtes Video oder ein Bild der Ausgangspunkt dieser Problembegegnung sein. Ein Clip über die Folgen des Klimawandels könnte ein guter Ausgangspunkt für eine Stunde zur Energiewirtschaft sein. Aus dem Bild eines Unfallautos lassen sich Fragen zur Sicherheit oder zur Unfallvermeidung formulieren. Die Problemlösung ist für den Unterricht ein zentrales Element. Sicher spielt an dieser Stelle meist die unmittelbare Auseinandersetzung in einer Diskussion mit der Klasse eine wichtige Rolle. Ein Reagenzglas, der Begriff Simulation, ein Symbol zur Internetrecherche und ein mathematisches Modell werden zum Bereich Problemlösung verschoben. Experimente können in unterschiedlichen Fächern mit verschiedenen Medien dargestellt oder sogar selbst von den Lernenden durchgeführt werden. Je nach Aufwand eines Szenarios kann eine Simulation zur Lösung beitragen. Die Suche nach Informationen im Internet kann weitere Fakten zutage bringen. Berechnungen oder die Arbeit mit komplexen virtuellen Modellen ermöglicht Einblicke in sonst nicht vorhandene Szenarien. Im Anschluss an die Problemlösung geht es darum, die Erkenntnisse zu sammeln und abzulegen. Das PowerPoint-Logo sowie die Begriffe Prezi, Infografik und Mindmap werden in die Tabelle neben Problemdarstellung eingefügt. In dieser Phase der Problemdarstellung leisten Präsentationsprogramme wie Prezi oder PowerPoint gute Dienste. Digitale Infografiken oder Mindmaps sind andere Varianten für die Darstellung der entsprechenden Fakten. Die Begriffe Kahoot, Quizprogramm und Testprogramm werden zu Transfer-Lernzielkontrolle zugeordnet. In der abschließenden Phase der Lernzielkontrolle und des Transfers ermöglichen Quizprogramme wie Kahoot einen raschen Überblick über die Klasse. Je nach didaktischem Konzept können formative Leistungsbeurteilungen mit unterschiedlichen Medien unterstützt werden. Dabei können Kenntnisse einfach in einem Testprogramm abgefragt werden. Oder es kann ein Transfer durch die Übertragung des Gelernten auf ein neues Szenario festgestellt werden. Der Nachspann mit Quellenangaben und Produktionsdetails wird eingeblendet. Informationen dazu sind im Transkript detailliert aufgelistet.